won't you be mine so you Welt Nummer 2 und wie ihr wisst, ich finde an Moderation richtig scheiße. Äh, deswegen starten wir gleich in die Folge rein. Wir haben zu Gast Eva Howitz. Hallo, Eva. Hi. Man kann dich gut hören, hm. fantastisch. Hm. Eva. Das freut mich. Ja. Ähm, wir werden heute die Zeit verbringen miteinander und ein paar lustige äh, Punkte besprechen. Okay. Ähm, um dich kurz einzuordnen fürs Publikum, du bist ähm, bei Lokaltextil tätig. Ja. und du ähm, bist auch äh, Designerin, Modedesignerin, ja. bist, bist, warst, sagst Nö, du, bist, warst? Bin ich, warst, noch. Bist bin du, ich genau. immer noch, ja. Genau, bei hubitz weisbach Genau. Genau, ähm, das nur kurz als Einführung. Ähm, das Prinzip der Sendung soll heute sein, ich habe mir überlegt, wie wir das Ganze strukturieren. Ja? Ähm, und zwar äh, wird es so sein, dass ich, äh, ich habe mir so lustige Überschriften äh, oder beziehungsweise Anmerkungen notiert. Die werfe ich hier in die Runde und wir werden die zusammen, ähm, weiß ich nicht, erläutern, besprechen, okay. uns darüber austauschen, Anekdoten hin und her werfen. Ähm, ja, das ist fantastisch. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Ich hoffe. Los geht's. <laughs> genau, also warum gibt es dieses Format, beziehungsweise warum gibt es eigentlich die Sendung mit dir, Eva? Und zwar, ähm, ich habe festgestellt, dass es so einige Parallelen gibt. Du kennst dich sehr gut aus in der Textilbranche. Ähm, Lokaltextil, wie der Name schon sagt, ist ja quasi eine Initiative, da geht es um ähm, das Ausloten, ich sage jetzt mal, das aktivistische Ausloten von textiler Produktion mhm. im lokalen Kontext, ähm, auch die Problematiken zu besprechen, die so eine Globalisierung erzeugt hat und so weiter und so fort. Ja. Und ich sehe da massiv viele Überschneidungen mit dem, was so die Elektronik, Text, äh, Technologie, äh, KI. Mikroelektronikbranche vorzuweisen hat im Moment. Ja? Mhm. Ähm, und das nervt mich. <laughs> und habe aber das Gefühl, dass es neben diesem ganzen negativen Ding auch Sachen gibt, die äh, total spannend sind, die vielleicht uns jetzt irgendwie auf unserem Weg ähm, begegnen. Und zu denen würde ich mich gerne mit dir austauschen. Cool. So gerne. So, ja. Das ist so das Ding. Ähm, ich habe mir so eine Sache aufgeschrieben. Der erste Punkt, der holt dich ziemlich ab. Der, der heißt ähm, Flachs anstatt Baumwolle. Der Punkt ähm, ist da zum Rede gekommen und da ging es darum, dass ihr ein Flachsfeld hier in Leipzig ähm, aufgemacht habt. Das war vor zwei Jahren. Nee, vor dreien mittlerweile drei schon, Jahren. schon ne? Klasse, Meine ne? Güte. Also mitten in der Innenstadt, ja. Time's running. Eva, wieso macht ihr ein Flachsfeld mitten in der Innenstadt? Hm. Ja, ähm, spannende Sache. Äh, Lokaltextil heißt ja ähm, so lokal wie möglich. Was was geht hier und äh, Textil immer aus Faser und Faser immer versponnen und was kann man verspinnen und was ist so lokal wie möglich? Was war hier mal und das ist eben Flachs gewesen, ne? hatten wir alle ähm, früher an, haben alle bäuerlichen Strukturen ähm, im ruralen Raum, sage ich mal, selber angebaut, weiterverarbeitet. Und es gibt ähm, manchmal, äh, sagt man nicht mehr, äh, wahnsinnig viele Geschichten dazu, ähm, die zu erzählen sind. Und wir fanden das spannend und wollten einfach gucken, geht das noch? Und vor allen Dingen äh, wir in der Stadt, ja, das immer früher auf dem Land, äh, wir voll überlastet mit Erdölkleidung und so weiter. Wie ist das überhaupt? Geht das überhaupt? Kann man das noch machen? und wie sieht es aus? Also ich meine, das ist ja das Spannende, ne? wie kann man das als Vehikel nutzen, um überhaupt na, mal Menschen jeglicher ähm, jeglichen Bereichs ranzuführen an Textil? Hm. Und um, um die Leute mal abzuholen, ihr habt, ihr habt, das, ihr habt ein Feld gemacht, mhm. ihr habt äh, quasi das ausgesät genau, vor Ort. Genau. Ähm, habt dann die Pflanze geerntet, genau. die, wie heißt das, getroschen? Nee, nee, wir haben die gerauft, das heißt, die Ernte gerauft. heißt raufen, dann haben wir das Zeug äh, ge geröstet äh, und, und getrocknet, heißt es. Und, äh, ach nee, die Röste hat dann in Zittau stattgefunden. Also, wir sind dann wirklich irgendwie auch ähm, weg aus der Stadt äh, in Forschungsinstitutionen gegangen und haben halt neue Methoden auch ausprobiert, um zu Ergebnissen zu kommen und haben tatsächlich einen wunderschönen Flachszopf freilegen können, also einen mhm. Faserzopf und den auch versponnen und dann Verwebt in einem Museum in der Lausitz. Ähm, ja, hat auf jeden Fall funktioniert. Das ist äh, interessant. Ja, und es ging ja auch um den Beweis, dass ihr gesagt habt, der wir können das hier lokal produzieren. Das ist ursprünglich mal auch so gewesen. Das ähm, ist ein Sinn, also in dem Sinne logischerweise nachhaltiger, als das jetzt zu importieren. Also ja. eine Baumwolle von sonst woher zu importieren. Auch Wasserverbrauch spielt auch eine Rolle, bla bla. Mhm. Ähm, und dann habt ihr ja auch gemerkt, dass, die, also dass es halt eine Schwierigkeit gab in der Weiterverarbeitung. So. Genau, also eigentlich ist alles gar, also das ist alles wunderbar, das könnte man hier anbauen und das wird auch gemacht äh, im Ölbereich, also weil es auch eine Ölpflanze ist. Aber als Faserpflanze ähm, ist es nicht sinnvoll, äh, im Moment das hier anzubauen, weil erstens ähm, blockst du ein Feld, ähm, du kannst es nur alle sieben Jahre anbauen und dann brauchst du immer sechs Jahrespausen, ehe du wieder äh, mit Flachs draufgehen kannst. Mhm. Also es ist nicht sehr effizient, sagen wir es mal so. Passt also nicht so in unsere wirtschafts-lineare ähm, Wirtschaftsform, in der wir gerade existent sind, sondern ist eben wirklich eigentlich eher eine zirkuläre Geschichte. Ja. Und ähm, ja, äh, zweitens fehlen die kompletten ähm, Wertschöpfungskettenglieder, also die dafür nötig sind, um das äh, wirklich weiterzuverarbeiten. Das heißt, ähm, wenn es schon alleine einer Langfaserspinnerei fehlt, dann ähm, brauchen wir nie drüber nachdenken, dass wir das Zeug anbauen, weil wie äh, wollen wir es dann verspinnen? Und dann mhm. wird also das ist seit halt 2006 zugemacht worden, die letzte Langfaserspinnerei hier in der Lausitz in Hirschfelder. Kurze Zwischenfrage. Und das ja. war aber mal so, dass das Ursprünglich mal hier verarbeitet wurden. Total. Wurde, Überall, ja? klar. Also, es wurde auch in Kooperativen sozusagen richtig zusammengefasst. Es gab in Bad hm. Wiesenbad zum Beispiel eine Breche und eine ähm, Spinnerei, die riesengroß war, ähm, wo alle Bäuerlichen ähm, Erträge hingeschafft wurden, ja. Also, das ja. sind so eigentlich sehr spannende Ansätze, die man heute durchaus äh, sich mal wieder überlegen könnte, ob man es nicht so macht, dass man sozusagen wirklich Erträge zusammenfasst und dann ähm, in diese Industrie, die es dazu braucht, die Weiterverarbeitung durchzuführen, einfach investieren und alle gemeinsam, ne, also ähm, bring es hin und ver verwerten das dann. Und, und, und ja, genau, das passiert in der Wollwäsche zum Beispiel auch ganz viel. Ja. Dass wirklich viel Wolle von überall her an eine Wäsche gebracht wird, weil es einfach wahnsinnig. Ähm, Was ist eine Wollwäsche? Eine Wollwäsche ist, ähm, wenn es So ein bisschen den pädagogischen Auftrag Grüße an alle. Ja, auf jeden Fall. Also Schafwolle ist auch ein sehr lokales Produkt. Ähm, hätten wir auch hier, ist ähm, aber schwierig, weil es eben ähm, schwer zu sortieren ist. Also es sortiert kaum noch jemand ähm, nach der Schuhe. Oft wird das Zeug verbrannt oder als Düngemittel verwendet ne? oder als Pellets irgendwie. Und eigentlich ist es aber so, dass wir die Wolle waschen müssten, das Lanolin, also das Wollfett rauswaschen. Mhm. Und diese, ähm, diese Firmen fehlen auch, also diese Kettenglieder fehlen auch wieder. Aber es gibt zum Beispiel in Belgien eine, eine Wollwäsche, wo ähm, verschiedene Wollen hingeschafft werden. Auch wieder also, ne, dezentral mhm. wird es geerntet und dann schaffst du es dorthin und dort wird gewaschen. Ja. Und dann kannst du die ähm, Wolle, wenn sie gewaschen ist, auch weiterverarbeiten und verspinnen. Mhm. Und ähm, ja, also das ist eigentlich äh, die gesamte lokale Textilindustrie, ähm, da hapert es eben dran, ne? an so ganz, ganz klaren, ja. Institutionen, wo man das machen könnte, mhm. Produzentinnen. Ja. Ich kann das zum Beispiel, also jetzt, ne, weil ich ja schon angeteasert habe, dass es da ähnliche Entwicklungen gibt. Ähm, beispielsweise die Produktion von Platinen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man jetzt ein Gerät produzieren will, braucht man meistens eine Platine. Also sprich so ein grünes Ding, was da in der Mitte ist, wo die ganzen Sachen draufgelötet ja. sind. Ähm, und da gibt es logischerweise lokale Produzenten und die Brauchen aber oder ziehen ungefähr das 100 oder weiß ich, was ich jetzt vielleicht, sagen wir mal, das 50-fache an Kosten. Mhm. Also, ich kann das mittlerweile digital produzieren, also digitales Pfeil äh, nehmen, kann das nach China schicken. Dort ja. wird das vollautomatisch in der Fabrik produziert ähm, und wird dann per Luftfracht hierhin verschifft, so ver verflogen. Und ist natürlich mittlerweile, also die in China haben die die größten Werke, so, da mhm. kann keiner mehr von hier irgendwie mithalten, so. Mhm und es ist eigentlich dieselbe Misere so ja, ja. und wenn man jetzt mal davon ausgehen würde ja dass die Produktion dort nachhaltig ist ja wäre ja alles cool ja. aber ich glaube es nicht nee und das ist genau das Ding ne? und das ist auch das ist auch schon auch so ein bisschen absurd was uns so begegnet ist in den letzten wir machen es jetzt seit vier Jahren würde ich sagen äh, intensiv also den Fokus so auf dieses lokale und oft bestimmte Alternativfasern und so jetzt zum Beispiel Hanf ne ja. äh, ist die Wunderfaser finden alle übelst toll und Nutzhanf ist wirklich the shit so ne also wahnsinnig haltbar und eine großartige Geschichte man könnte sonst was damit machen ja. aber ne also der, der das Material ähm, wird vielleicht hier noch angebaut aber die Weiterverarbeitung im textilen Sektor die findet immer woanders statt ja also ja. auch das ist bei Leinen auch so das kommt meistens aus China ne also da, äh, ist der Rohstoff du jetzt. auch ja, ja okay. also oft wird auch der der auch wird das, oft wird das hier auch angebaut und dann wird es aber erstmal nach China zur Weiterverarbeitung geschickt und hm. wieder zurückgeschifft ähm, ne? ja. und bei Hanf ist es tatsächlich so dass ähm, der komplette Prozess mit Anbau und Weiterverarbeitung in China passiert und du dann einfach hier nachhaltiges Material also nachhaltige Metaware hm. aus okay. China kaufst die aber über einen Container kommt hierher und das ist natürlich crazy weil eigentlich ist das, was wir hier gerade leben, an Climate, also an, an mhm. Bedingungen, perfekt für dieses Material, also für diese Faser. Ja. Also, du könntest hier super gut CO2 ähm, absorbierend Hanf, Nutzhanf anbauen, wäre mhm. eine perfekte, ein perfektes Areal. Ja. Aber wie, ja, es fehlt wieder, ne? also es ist eben wirklich, wie, wie du auch gesagt hast. Ähm, ineffizient weil die weil die ganzen Firmen die sind die existieren in China und, und, und das hier anzubauen und dorthin mhm. zu schiffen und dann wieder zurückzuholen ist einfach auch logistisch völlig gaga und das ist natürlich das wo mhm. also es ist hart das zu lernen auch also für uns ne ja. also ich finde den Lernprozess total wir wollen ja nicht irgendwie auf die Tragiken eingehen aber es ist natürlich total absurd dass mhm. wir hier überlastet sind von Zeug alles ist voller Dinge, ja, also alles voller Textilien. Das ist voller Dinge. Ja, Na, das ist schon krass. Ne, eigentlich <laughs> ja, ist es die ganze Zeit so, wie so, oh, ich ersticke an dem ganzen Kram, so. Und das Zeug äh, ist da und wir wollen ja trotzdem Neues machen, was auch wieder Gaga ist, weil könnten wir auch einfach können wir auch einfach lassen. Mhm. Aber uns interessiert natürlich trotzdem irgendwie so die paar Industriesektoren, die noch da sind, äh, anzugucken. Ja. So, ja, und dafür brauchen wir, wir brauchen die Firmen nie, wenn wir nie was Neues machen wollen. Mhm. Das finde ich auch immer interessant, ne? ja. Also, was protekten wir hier eigentlich? Genau, ne? ich habe, da komme ich gleich zu unserem, äh, zu, vielleicht ist das, nee, das ist eigentlich die zweite Überschrift, beziehungsweise ich nenne es mal Kapitel. Ja? Mhm. Ähm, liebes Publikum, ihr könnt euch jetzt, ich sage das jetzt, und ihr könnt euch vielleicht mal kurz auch Gedanken machen, was ihr dazu sagen würdet. Du, sie, ihr wisst schon Bescheid. Ähm, und die Überschrift, äh, die Überschrift lautet: das Wort Müllstreichen. Eva, was fällt dir dazu ein? Ein Interview aus dem Fluter <laughs> ähm, fällt mir dazu ein, äh, mit dem Cradle-to-Cradle-Gründer sozusagen. Ne? Der sagt, was ist das? Was ist Cradle-to-Cradle? Cradle-to-Cradle ist also von der Wiege zur Wiege. Ja. Es gibt keinen Müll, ja. sondern es ist wie beim Apfelbaum. Ne? Alles ist äh, im Kreislauf. Und, und das ist Cradle-to-Cradle-Circular Economy. Also das, was ähm, die EU gerade als Main Strategy ähm, gerne hätte für alles, was aber natürlich nach den Regeln. Die wir hier spielen kaum möglich ist. Also mhm. wir haben, wie gesagt, die ganzen ähm, Umwandler nicht. Ja, also es wäre ja schön, äh, wenn wir, wenn wir recyceln könnten oder upcyclen oder in Kreisläufen denken. Aber wir haben die gesamten äh, Weiterverarbeiter nicht so richtig vor Ort. Ja, und mhm. die, die wir hatten oder haben in Schweden hat gerade Renewcell, Cell, also auch ein Recycler, äh, Insolvenz angemeldet. Riesending. Ja. Und es ist total absurd, weil H&M hat letzte Woche trotzdem wieder eine neue Strategie rausgegeben, wo es um Recycling geht. Also es total, es ist total absurd, was, was so läuft mhm. und uh, Cradle to Cradle und kein Müll mehr ist genau diese Strategie. Ja. Also ich ähm, ich würde da gerne nochmal einen Punkt anbringen, der ist, äh, habe ich auch letztes Mal schon genannt, mit Dani Plöger, könnt ihr euch nochmal anhören. Ähm, und zwar geht es darum, ein Punkt ist in der Digitalbranche auch, dass Hardware, die eigentlich noch funktioniert, also sprich, ihr habt bestimmt alle zu Hause irgendwie fünf Telefone liegen, die eigentlich noch funktionieren, aber keine Updates mehr bekommen. Ähm, dass das ein Riesenproblem ist, so, ähm, dass man so eine Obsoleszenz erschafft, so, die aber auch was mit uns Gestaltern zu tun hat, also oder beziehungsweise Künstlern, Gestaltern, die halt Formen oder neue Formen finden, dass wir eigentlich und da greife ich mir auch selber an Hut, ja, nicht sozusagen darauf, acht, oder darauf achten, so zu gestalten, dass es abwärtskompatibel ist, genau. so, also dass dann immer irgendwie ein neuer Industriestandard gesetzt wird, so, ne? Ähm, siehst du da ein, siehst du das also gibt es da einen Vergleich aus voll, dem Textil voll ganz krass also Fast Fashion und Ultra Fast Fashion äh, ist ähm, effizienzorientiert äh, zugeschnitten bedeutet es gibt kaum Nahtzugabe das heißt das äh, Nahtzugabe, Nahtzugabe genau Nahtzugabe ist das was um den Schnitt drum rum ist um das zusammenzunähen. also die, äh, das das was ich habe als äh, Fleisch wie beim ah ja, Fotografieren, okay. wisst ihr? Ja. Und ähm, das ist mit Absicht schon so knapp kalkuliert und so eng geschnitten, was aber auch bedeutet, dass mehr Waste ist. Das ist das Absurde. Also, wenn ich so zuschneide und so ähm, schmalkantig zuschneide, dann kann ich danach nicht reparieren. Weil ich habe einfach überhaupt keine Chance, so richtig ranzukommen und was dazu oder was weg, ne? In der Maßschneiderei, in der klassischen Schneiderei hast du immer Spielräume, die du reinkalkulierst, in die ja. Schnitte auch, um einfach auch äh, Anpassungen vorzunehmen. Der Mensch verändert sich, ja. Das ist heute so, dass ich mit ähm, jungen Leuten, mit denen ich Workshops mache, so Reparatur-Rebellions-Workshops, wirklich ja. an meine Grenzen gehen muss, überhaupt in die Teile reinzukommen, in Fast Ultra Fast Fashion, kommst du ja. kaum ran. Okay, krass. Und wenn du rankommst, dann hast du kaum Spielräume, die noch also enger machen geht immer. Aber wenn du schon einen äh, Size Zero hast, dann kriegst du es einfach nie mehr weiter. So. Ja, ja, aber ich fand das jetzt löste Rebellion, äh, äh, Recycle Rebellion, wie hast du es genannt? Reparatur Rebellion. Reparatur ich ja, geil, ja. finde ich super. Weil also das so, ist, ja. ja, das ist die Zukunft. Also das ist, denke ich, sowieso, das ist sowieso die Strategie, ja. 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 also äh, design for repair und, und und ja auch das als designprozess zu, zu zu begreifen ja ja total also das ist das hat dann nicht mit upcycling oder so zu tun sondern es ist tatsächlich irgendwie ähm, alleine schon die reparatur kann ein prozess sein in ja. dem ich äh, ne designer wenn ich das, die Reparatur ins Design mit einbaue. Ja, ich, das ist eine rein ästhetische Frage, ja. Ähm, ist es ja trotzdem so, ich habe ein Gerät oder ein Textil, ein Stück Mode, mhm. ähm, dann ist es das ja immer noch, ja. Und die Leute gieren ja, oder der Zeitgeist giert ja nach was Neuem, mhm. nach was, einer glatten, tollen Oberfläche, nach einem was exklusiven. Und mhm. jetzt habe ich aber was, was ich dann einfach nur anders umkrempel oder so. Dann mhm. ist ja dieser Reiz nicht mehr da. Ist das. Äh, eigentlich eine Sache, die wir als Künstler, Designer lösen können? Klar, voll. Wie? Also, ähm, indem ich ähm, Komponentendesign mache, ja, auch in der Mode, also indem ich äh, Dinge auswechselbar mache, finde ich total, ne, also Budapester-Schuhe, nur mal so, ähm, hat auch was mit Mode zu tun, ja. sind Rahmengenähte Schuhe, ich kann... Was ist ein Rahmengenähte äh, Schuhe? Na, ich habe eine Sohle, die ist <laughs> angenäht, ich ne? fragen, ja. also ich, ich kann die annähen und ah, ich ja. kann, ähm, ich kann aber auch die Sohle natürlich dann wieder abtrennen und ich könnte eine ganz andere Sohle drauf nähen, gleich. Ja. Ne? Und so könnte ich das natürlich ähm, mit diesen multidimensional gedachten Komponenten, Kleidungsstücken, wie es bei Heinrich im 8. Ne? Tudor, mhm. da war das so, der hatte Ärmel, die wurden angenestelt und die Ärmel konnte man austauschen. Ja. Und da war das Neue eben im Ärmel und immer wieder anders im Ärmel. Mhm. Und ich meine, why not? Ja. ja Also das ist wie Patches aufbringen oder abmachen und, und das kann man natürlich noch in sonst was denken, nämlich in irgendwelche ähm, Puffärmel hier, dann wieder ein enger Ärmel, was mhm. weiß ich, ja? oder ich baue mir äh, den Schlag ein und kann ihn aber auch wieder weg äh, machen. Klar oder kurze Hose, lange Ho Hose. Ne? wir kennen mhm. das von den Multifunktionskleidungsstücken äh, beim Wandern oder so. Ja why not? Ja. Und ich denke, da haben wir ganz, ganz so, die viel... Ja, aber das ist ja ganz, ganz viel, äh, hat das mit neu zu tun und mit ja. Optiken. Und warum soll, das nie, äh, warum soll das nie auch ein Designprinzip sein? Ne? Also ja. eine Richtlinie. Ich hatte mal so eine Vorstellung davon, dass es so Shops gibt, also es gibt ja diese exklusiven Boutiquen. Ja? Du mhm. gehst so rein und dann hängt da irgendwas, dann verkauft dir irgendwer irgendwas, bla bla. Und jetzt siehst du ganz toll aus. So, ich stelle mir vor, dass das doch auch interessant wäre, man geht in so eine Institution in so einem Laden. Der Laden ist aber nicht nur ein Laden, sondern ist eigentlich auch eine angebundene Werkstatt. Und man nutzt vielleicht auch neue Technologien, von mir aus auch was weiß ich, 3D oder äh, 3D-Druck oder Schlag mich tot, irgendwas, um aus so bestehenden Dingen neue zu machen. So. Und die Klamotte kostet dann halt eben ähm, der, auch den Arbeitswert mit. So ja. ähm, habe ich so das Gefühl, dass das sich eigentlich nur. Super reiche Leute leisten können, oder? Also, so. Na, und da ist es, finde ich, immer so, diese ganzen Social Design Ansätze, äh, daran ist es dann auch darüber nachzudenken, weil, äh, wenn wir an Viktor Papanek oder so denken, ne? mhm. ähm, diese Strategien, ähm, die schon im DIY auch sind, ne? also, wo du auch wirklich, ähm, man kann auch eine Anleitung designen. Für äh, eine Sache, die ich ähm, ja. äh, als neu empfinde. Ja. Wenn ich zum Beispiel überlege, es gab ähm, Landsknechtmode oder so, ne? so geschlitzte oder geschlagene Kleidung hieß das, ja. da wurden ähm, die Teile einfach aufgeschnitten in Mustern. Und, ah, und da, da, dadurch wurde sozusagen eine, eine Oberfläche erzeugt, die neu war. Naja, ja. das ist doch cool, wenn ich das als Anleitung habe und dann vielleicht eine ganze, ich habe irgendwas Zeug, was ich eigentlich nicht mehr will, und dann schneide ich es einfach anders ein. Ja. Und plötzlich habe ich wieder was ganz, ganz anderes und was ganz Neues. Und und na, na dann, mache ich es halt wieder zu und kann ich ja auch mit Goldgarn zusticken oder so. ne? Also, was ist, also, und dann dazu Anleitungen ähm, zu, äh, zu machen. Es gibt eine ganz tolle Designerin, die habe ich jetzt erst vor kurzem entdeckt, die heißt Robert Wood mhm. und die bietet so ähm, patchwork Pattern an für äh, überhaupt nicht viel Kohle. Mhm. Und man kann sich sozusagen ähm, aussuchen, aus welchen Stoffen man das fertigt und ja. hat aber, also die macht einfach eine, eine gute Schnittkonstruktion, auch super inklusiv. Also kannst du entscheiden, ob du das in 5XXL XXXXL oder so kaufen willst oder ganz, ganz schmal und lang oder kurz und so. Und dieses, na das meine ich mit Komponentenstyles mhm. und, und mit ähm, Multimöglichen Neuheitsansätzen. Also. Ja. Ja. Oberfläche, Schnittkonstruktion, Einzelteile, all das ja. ist möglich. Ähm, wie wir, also, jetzt ich versuche mal wieder den kleinen Bogen zu spinnen zum Technologischen, zur Technologie. Das kann man ja genauso übertragen. Ja? Also, äh, ich kann jetzt sagen, ich habe, äh, was weiß ich, irgendeine Arbeitsmaschine, Computer sowieso, die muss jetzt auch KI können. Ja? Mhm. Kann ich natürlich, die sind ja so angelegt, die Rechner, kann ich dann Komponenten austauschen und so. Mhm. Ähm, das geht bis zu einem gewissen Grad, bla bla. So, ähm, jetzt. Es ist aber so, dass ganz viele Dinge, wenn auch was jetzt Software betrifft, auch wirkliche Expertise benötigen. So. Also, so, wenn du jetzt sagst, ich brauche eine bestimmte was ich, Softwarestruktur, die soll das und das können und das und das können, dann ist es ganz schnell so, dass man wirklich was programmieren muss, dass man sich das und das einrichten muss und so weiter. Das heißt, man braucht eigentlich oder man bräuchte an jeder an solchen Stellen immer Menschen, die wirklich. Wissen, was sie da tun, die eigentlich in dem Moment auch hoch bezahlt sein müssten. Ja, voll. So, das ist. Ähm was aber ein interessantes Konzept wäre, auch für einen Stadtraum oder so zu überlegen, ja. wenn man neue Ladenideen denkt oder neue Dienstleistungssektoren äh, sich ja. einfallen lässt, die eher betreuend sind und eher irgendwie ne, beratend sind. Und das finde ich irgendwie sowohl in dem Technologiebereich als auch in dem ganzen Design- und Neubereich äh, total spannend. Und ja. dann wird es irgendwie interessant, ja. Welche Rolle spielen, spielen da so YouTube-Tutorials zum Beispiel? Ich finde eine ganz, ganz große. Also ich finde da ein YouTube-Tutorial ersetzt natürlich nie ein Designstudium, ne? Also ja, das ist Quatsch, aber wenn ein Designer ein YouTube-Tutorial designt, ja. und äh, äh, <laughs> ne? dann ist es natürlich was anderes. Und dann ist es vielleicht trotzdem, dann hat, dann hat das eine, eine andere äh, Tragkraft und, und und ich nenne das ja mit Lina ähm, bei, bei Lokaltextil Reality Check, das Format, was wir auch bald erproben wollen, wo, wo man eben die ganzen Tutorials einfach mal ähm, auf Machbarkeit überprüft und auch das ähm, könnte wieder eine Art von Design-Aktivismus sein, ne? Hm. Oder ein Artivism, wie ich heute. Artivismus. Äh, Artivism, Artivism ist der neue Kunstaktivismus, habe ich heute gelesen. Da ah, genau. ja, fand ich es ganz spannend. Aber ähm, ja, also, ne? Kann man so denken. Kann man eben als, als ähm, Ideenüberprüf ähm, professioneller äh, Designkraft ja sehen, ne? Hm, als, total. als Checker. Na, ich, ähm, ja, als ich, TÜV. Sowas wie ein TÜV. Ja, ich, ich glaube halt, dass die Kompetenz da auch gut angewandt ist. Also weil ähm, ich sehe mich ja jetzt oder beziehungsweise nicht jetzt ich persönlich und so, aber ähm, ich glaube schon, dass gerade auch Gestalter in der Lage sind, Dinge zu, so her herzurichten, dass andere davon begeistert sind und das auch nachmachen wollen. Genau. So, also und wenn ein Design auch darauf angelegt ist, nachgemacht zu werden, dann äh, kann das die Leute zum einen natürlich ermächtigen, zum anderen aber auch dazu inspirieren, das ähm, so abzuwandeln, ja. Also das und das gibt es zum Beispiel auch in der Software. Open Source ja. ist ja genau das. Ja. Und das ist zum Beispiel gerade interessant, was jetzt gerade diesen ganzen KI-Bereich betrifft, so, dass halt die großen Firmen merken, dass sie, wenn sie ihre, ihren Stuff open sourcen, also sprich frei zur Verfügung, auch für kommerzielle Nutzung anbieten, dass sie dadurch eine viel höhere Evolution erzeugen. Also mhm. im Sinne von, dass das Produkt mehr im Markt ankommt, in Anführungsstrichen und das auch viel mehr überprüft wird, viel mehr darüber gesprochen wird und so weiter und so fort. Mhm. So. Wo ich dann immer so denke, ah, da hat vielleicht die Software oder der, der Digitalmarkt dann der Mode wahrscheinlich was vor. Also oder der Textilbranche. Na, vielleicht was. ist Open Source ja im Textil auch einfach die Geschenkekiste, die überall steht, Das ne? ja, Ist geil, ja auch ja. eine Art Open Source. Das also oder so ein Tauschding. <laughs> ja, genau. Also finde ich schon. Ja, ne? Also kann total. man kann man auch genauso sehen. Und wenn dann eben diese Dienstleistung, Design Thinking ähm, verwandlung was ist das neue Eine coole Debatte so, weil, also würde ich sowieso am liebsten irgendwie ein Treffen machen, äh, ihn mal im Monat und über das Neue reden so, weil was mm. ist denn das? Ja, was was eigentlich ist das ja, ja. gar nie neu, was wir machen. Es ist ja. ja eigentlich immer nur das Alte in neuem, in einer neuen Anstrichgeschichte. Genau auch, wisst ihr, wenn ihr überlegst, ähm, was Martin Magella in Paris gemacht hat, als er angefangen hat, ja die Showrooms, die er da hatte äh, als Designer, der hatte einfach die alten Möbel von der Straße genommen und alle weiß angemalt und fertig. Also das <laughs> ist Open Source, ja, ja. und so. Und, und so sehe ich auch Secondhand und so weiter. Und, und, und dann eben so eine, ja, eine Consulting-Funktion als Designer einzunehmen, ist tausendmal besser, als sich das nächste Produkt zu überlegen, was wieder einfach nur eine Halbwertzeit von drei, vier Tagen hat. Das hat nichts mit neu zu tun. Ja? Ja. Mal so ganz pragmatisch, ja. Wir mhm. haben ja auch so ein paar Hörer, die äh, so selber gestalten, wie wenn ich jetzt alleine mit mir denke, ist geil, würde ich gerne machen, was könnte ich denn machen? Was würdest denn du empfehlen? So kann man das so sagen also kann man da sagen hier wenn du sowas machen willst mach mal so so modemäßig ja modemäßig oder irgendwie überhaupt als Gestalt. ich glaube da ähnelt sich das, also ich glaube das Handwerk des Gestalters ähnelt sich so an ganz verschiedenen Ebenen so hm. ist die also die Frage, ich wüsste Frage, ne? ich wüsste was ich sagen muss, ich will es aber erstmal dir geben okay na ich finde das sind ist es so multidimensional zu denken dass ich gerade nie sagen kann ähm, was, ich, was ich dann mache weil ich hätte natürlich viele Ideen was ich dann mache aber was äh, Ne, kommt drauf an, was, also würde ich, würd ich, würd ich jetzt jemanden vor mir haben, der sagt, ich habe hier einen Fehler im System, wie kriege ich mhm. den behoben? Dann könnte ich sagen, hier 20 Möglichkeiten, den Fehler zu beheben, lass uns einfach anfangen. Mhm. So, wir haben die und die Möglichkeiten, let's, let's do it. Ja. Oder äh, du brauchst irgendwas, ähm, klar, können wir, können, wir, können wir konstruieren, können wir uns ausdenken, können was Neues aus was Alten, können zwei Sachen ineinander ver. Ich finde zum Beispiel auch so, Sagen wir, wir haben zwei Kleidungsstücke, wollen aber nur eins, haben zwei, die sind klein, wir wollen ein großes und wir hm. wollen ein geiles Muster. Ja. Da, warum warum nie zusammenmelden und ja. warum nie das dann ähm, nutzen, um das eine zum Muster des anderen zu machen oder so? Sowas finde ich ja total logisch irgendwie und auch total spaßig und es passiert ganz wenig. Aber man ja. könnte es einfach machen. Ja, ich wollte darauf hinaus, dass es ja immer darum geht, dass dass man als Gestalter in dem Moment eigentlich immer von sich ausgehen sollte und sagen musste, was finde ich denn spannend? So. Genau. Und das dann eigentlich nach außen zu kehren. Voll. So, also die auch äh, eigentlich in dem Sinne ein Sprachrohr aufzumachen oder sich eigentlich findbar zu machen in ja, dem, ja. was man tut. So. Zum Beispiel dieses Schneiden, ne? Was wir ja. vorhin hatten, geschlagene Kleidung oder so. Ja. Und ich habe irgendwie von Elisa van Jolen, das ist eine Niederländerin, äh, Modedesignerin auch konzeptisch äh, sehr, sehr gut, äh, die sagt, so Schneiden ist ein kreativer Akt so. Und ich finde dieses äh, Alena zu ja. sagen, Schneiden ist ein kreativer Akt. Und es gibt viele Menschen, die können gar nicht richtig schneiden. Ne? Also das Kinder gehen zu U-Untersuchungen und sollen was ausschneiden und kriegen es nicht hin, weil sie motorische Fähigkeiten aufgrund von iPad-Nutzung ab zwei Jahren hatten und ja. das gar nicht mehr hinbekommen. Dann ist Schneiden natürlich ein kreativer Akt und auch für einen Designer kann das Schneiden ein hyperkreativer Akt sein, genauso wie für einen Koch, weil ich dadurch andere Formen erzeuge, die wieder anders schmecken und die auch anders aussehen und das meine ich, also wahnsinnig vielfältig zu denken, alleine hm, ja. den schon das Schneiden klingt spannend, also so das Als destruktiv, also destruktiv ist es ja nicht, ist es ja konstruktiv Schneiden geht ja auch konstruktiv Schneiden, konstruktive, ja ich nee, keine Begriffe rumwerfen, das äh, führt mich zum nächsten Punkt, da passt, das passt sogar fast, fast und zwar, äh, da muss ich ein bisschen herleiten und zwar ähm, Gings, äh, ihr habt ja dieses, äh, dieses Flachsfeld hier in Klein gemacht ne? ja. so, und habt ihr das Ganze nochmal in Groß gemacht. Ja. So. Und äh, ja. soweit ich das jetzt ähm, recherchiert habe, war es so, dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Ja. So, da war irgendwie, weiß ich, Witterung und so, keine Ahnung, das war irgendwie alles nicht so gut. Also, ne, ihr habt ein richtiges Feld bestellt und so weiter, um dieses, diesen Versuch des Flachsanbaus nochmal größer zu machen. So. Mhm. Ähm, und das dann aber, äh, wie, wie, wie hieß diese Frucht? Tobi to Nampur, Tobi Nampur und so, dass diese, dass dann, dass ihr quasi gemerkt habt, dass diese Frucht plötzlich da einfach so gewachsen ist, ja. Mhm. Äh, die Überschrift lautet Scheitern und nochmal. Mhm. Also so, wie ist es für dich, also welche? erstens, welche Rolle spielt Scheitern so? Mhm. Und, ähm, also es gibt ja dieses geflügelte Ding, Scheitern als Chance, was so ein bisschen schwierig ist, so, als, als so Wortgruppe, was auch immer und so, aber, ähm, Worauf ich hinaus will, ist, ähm, man fängt an, man macht was, merkt, dass es nicht funktioniert, macht dann woanders weiter. Ja? Mhm. Ist das, also würdest du da mitgehen? Ist Voll. Das so? Ich finde, scheitern ist das äh, Konzept. Und welche Rolle, also ähm, oder anders. Wenn das Teil ist des Gestaltungsprozesses, ja, also ich scheitere, ich fange wieder von vorne an, ähm, wie gehe ich zum Beispiel damit um, dass? Dass ich frustriert bin oder dass Leute sagen, darum ging es doch aber jetzt gar nicht. Also ihr wolltet doch eigentlich das mit dem Flachs machen. Jetzt kommt ihr hier an mit irgendwelchen Kartoffeln. Hm. So. Hm. Also, wie, wie ermutigst du andere oder wie gehst du selber damit um? So, wenn du merkst, da ist aber, also wir haben gerade was ganz anderes entdeckt, das ist viel geiler. Hm. So. Also wie arbeitest du damit? Oder wie arbeitet ihr damit? Na, wir sagen es dann einfach, ne? Also, ich finde, das ist, glaube ich, sich so äh, ehrlich hinzustellen und zu sagen, Übrigens hier, das funktioniert nicht, aber dafür funktioniert das. Mhm. Und das hätten wir auch nicht gedacht. Und ey, wisst ihr was? Weil wir, weil wir das jetzt entdeckt haben, merken wir, dass das ja eigentlich viel, viel besser wäre hier und dass das eigentlich die Chance ist und dass das andere eigentlich so eine Art ähm, artifizielles, draufgestülptes Alien-Ding war. So war es ja mit dem Flachs auf dem Land, ja. Mhm. Also das war einfach das falsche Artgut für, für dort und es und war im Südraum von Leipzig. Es war eine wahnsinnige Trockenheit und das Zeug ist da einfach nicht gewachsen. Wir hätten gießen müssen. Und das ist nicht Sinn der Sache in, im landwirtschaftlichen ja. Sektor. Und deswegen haben wir ja parallel noch andere Pflanzen eingegeben und gemerkt, ach krass, in der Trockenheit ist die resilientere Pflanze Topinambur, ist mhm. die resilientere Pflanze Nutzhanf. Und das Zeug schießt dir auf vier Meter und absorbiert so viel CO2, wie so ein Flachs überhaupt nie kann ja. und ist viel, viel tougher <laughs> als, als, als Faser. Ja, na, dann ist das die Lösung. Ja. Also es ist ja sozusagen im Field, im Aktivismus und im ähm, Scheitern mit diesem aufgestülpten, ähm, vielleicht auch Designansatz kann man ja sagen. Also Felddesign kann Feld? das ja auch gerade sein, ne? Keine Ahnung. Das hat ja eben nicht geklappt. Ja, ne? Und dann finde ich irgendwie in diesem äh, äh, Wachbleiben und offen bleiben, das ist Forschen, denke ich, ne? Und das ist irgendwie auch äh, das, warum wir als Menschen vielleicht da sind wo wir sind und vielleicht fahren wir deswegen auch irgendwann gegen äh, gegen eine Wand, weil wir zu spät merken, dass es der falsche Ansatz war, weil wir ja einfach irgendwie schein scheinbar vielleicht scheitern wir ja komplett gerade so. Mhm. Wissen wir nicht, aber dieses beobachten ähm, und dann und und den vor allen Dingen rauszufinden, wo wo die sch ja, scheitern als Chance das ist schon cool sozusagen, mhm. weil es ist es halt, ja. Na, ich habe so äh, es gibt ja diesen das Ding von Lucky Accident oder so der Lucky Glitch. Mhm. Das ist ja das was im digitalen auch eine große Rolle spielt. Mhm gestaltet ja in den meisten Fällen digitale Systeme, die eigentlich so, die müssen eigentlich perfekt funktionieren, damit sie perfekt funktionieren. So. Mhm. also man will da eigentlich nicht irgendwelche komischen, komischen Defekte haben, weil die meistens zu katastrophalen Ergebnissen führen. Es gibt aber ähm, auf dem Weg dahin oft so Momente, wo man merkt, ah krass, das habe ich jetzt überhaupt nicht so geplant, aber es ist jetzt eigentlich ganz geil. Mhm. So. Und äh, das ist ja immer das Schöne im Digitalen, da sagst du halt einfach Speichern unter ja. und speicherst das in einem anderen Projekt ja. und machst dann irgendwann mal später weiter an dem Ding. So. Ja. Was irgendwie, also die Methode, die fehlt mir manchmal in der Realität, also im Realen. So. Mhm. Das ist so, da hat man schon immer das Gefühl, dass so, da passiert jetzt, da hat man so einen Auftrag, soll das und das machen und so und dann merkt man aber so, ah nee, warte mal, eigentlich habe ich jetzt auf dem Weg was ganz anderes entdeckt und es ist aber gar kein Raum dafür, so ja, weil ja, der Auftrag ist ja der. Genau. So. und eigentlich so ein, also ich gehe so ein bisschen auf dieses ähm, Beauftragung und Beauftragte so. Ja, Wenn ja. man während einer Beauftragung auf Dinge kommt und die quasi ähm, auch ver verargumentieren kann, werden die ja in dem Moment nicht bezahlt ja, oder nee. sind nicht erwünscht. Ja, was aber ja. eigentlich total dumm ist, ja, weil man halt ganz viele also Entdeckungen, die fallen halt unter den Teppich so weil man dann denkt so ja nee das weiß ich, das wollen die ja nicht oder das ist ja jetzt nicht angebracht so ne? also mich würde zum Beispiel interessieren wenn du jetzt fällt jetzt noch mal oder wenn ihr das noch mal machen würdet das äh, Topinambur Topinambur oder Topinambur Topinambur was kann man damit machen und das ist die bessere Kartoffel also die Kartoffel für DiabetikerInnen, weil ah, ja. weil die einen geringeren äh, Stärkegehalt hat irgendwie und deswegen ähm, viel viel besser ähm, zu verstoffwechseln ist ähm, ja gesund. Ah, die kann ich mir nicht anziehen, oder? Nee, und die darum, genau, und äh, Tobi Nambour ist auch gar nicht das Geschenk der ganzen Sache gewesen, sondern das Geschenk war ja eigentlich der Nutzhanf, der dann wirklich übers geballert hat und ich glaube, das ist interessant in der Mode, zumindest habe ich immer so Mode gemacht, auch ähm, in meinem Label, ähm, feiern wir ja dieses ähm, am Nullpunkt rum Design, so ne, also immer mhm. so äh, dort, wo, wo, wo alles so komisch äh, sich reibt und man eigentlich irgendwie kaum weiß, was dann jetzt dabei rauskommt, so dieses Zufallsding, ja. das liebe ich ja, also das ist ja, genau das, was, äh, was, was ein Fest erst macht im Design, wo auch das Neue meines Erachtens wirklich spannend wird, weil du. Geht es da auch um Pro äh, Provokation, also sowas wie, guck mal, ich habe euch gezeigt, das geht trotzdem, es geht doch. Also weil wir reden ja nicht von Safe Play, von so. Es geht gar nicht um die anderen, sondern es geht ja um mich selber. Ja. Ne? Also das ist das Autoren-Design-Problem. Da ja. ne? Also es geht überhaupt nicht darum, dass ich das irgendjemandem zeigen will, sondern eher so: Ey, geil, das krieg's ja auch so. Also guck mal, ich überrasche mich selber, hm. weil das ist, finde ich, das Interessanteste am Design, vor allen Dingen in der Mode auch für ja. mich immer gewesen äh, zu sehen. Äh, darin habe ich äh, keine, keine Expertise. Das habe ich so noch nie gedacht und jetzt mache ich etwas und mache mit Absicht. Ich habe mit Absicht zum Beispiel wirklich Würfelspiele gespielt mit meinen Schnittteilen und so schon von Anfang an, um zu gucken, äh, wie kann ich das jetzt zusammenballern und auch mit Blindheit, äh, also so mit Augen zu zusammenstecken und gucken, was. Und wenn dann die Form, also klar kann ich alles konstruieren und klar kann ich irgendwie durch die, die Statikerin sein, die das alles äh, durchballert, ja. aber es überrascht mich halt nie. Und ich finde ja immer, das ist das, äh, warum ich in der Welt bin. So. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, warum wir Selbstversuche machen. Weil das ist das, was, ähm, was reizvoll ist und was irgendwie auch so ein Kleiner Abgrund ist so, ne? also ja. man, man wandert immer so ein bisschen an der, an der Klinge rum. So, wer weiß, ob das jetzt gut geht. So. Oh. Und, und genau, und genau das finde ich ja das Spannende: an ja. Design an Projekten an in Workshops gehen mit Leuten, die ich nie kenne, ne? mit Kindern, die ich noch nie getroffen habe. Mal gucken, was da passiert. So hm. und einfach auch dieses Aushalten zulassen hat nicht mit Scheitern für mich zu tun, sondern ist für mich eher so ein Reizgefühl. Ne? Ja. Also so ein Reiz des Abgrunds. Ja. Auch. Kann auch voll in die Hose gehen ne? und kann ja. auch. Und dann muss man einfach sich eingestehen: Okay, hier hätte vielleicht ein bisschen Struktur geholfen. Hm. Aber erstmal zu gucken, ob, ähm, ob strukturlos vielleicht auch geht. Das finde ich echt spannend. Ja. So. Was mich zum nächsten Punkt führt. Hm. Das <laughs> läuft ja wie ein Länderspiel. Kannst du, Klasse, ja. Ist <laughs> Kannst mhm. du noch? Mhm. Ähm, ja, geht gerade. richtig Der los? Ähm, der Punkt ist auch wieder ein bisschen referenziert zur vorherigen Folge. Ähm, ich habe mit Dani da über äh, Mythologie gesprochen. Mhm. Der musste dich ein bisschen abholen, damit du weißt, worum es geht. Und zwar ging es da um ähm, äh, die, also er hat quasi ein Projekt gehabt. Da ging es um Geräte, die auf oder beziehungsweise um Müll. Mhm. Auf einer Elektromüllkippe. Mhm. Und äh, die haben quasi diese Geräte genommen, haben die neu zusammengesteckt und absurde Elektronik reingesteckt, dass es irgendwie blinkt und äh, haben sich dann hingestellt und dann gesagt, das ist eine, ein mythologisches Gerät. Das kann das und das. Mhm. So. Also eigentlich eine Geschichte dazu erfunden, die, ähm, wenn man jetzt mal ganz nüchtern ist, Denkt, naja, komm, ja, jetzt habt ihr irgendwie ein paar LEDs dran gemacht, gut ist so. Ja. Aber darum geht es ja nicht, sondern eigentlich, der, so, der Überbegriff ist ja sozusagen neue Mythologien. So, mhm. ja. Ja, und ich äh, jetzt nicht im negativen Sinne jetzt irgendwelche komischen ähm, griechischen Sagen nacherzählen, sondern eigentlich zu sagen: Da gibt es jetzt ähm, das Kleidungsstück oder da gibt es jetzt das Gerät oder das Gerät als Kleidungsstück, und da erzählen wir eine neue Geschichte zu. Mhm. So, ne? Also, das ist ja auch so was, das greift so ein bisschen den Punkt auf, den wir vorhin schon hatten. So, mhm. ne? dieses irgendwie, wir müssen doch eigentlich die Geschichte erzählen, so und gar nicht so sehr ähm, ins wirtschaftliche denken und gar nicht so sehr irgendwelche ähm, politischen Feinheiten irgendwie servieren. Dafür sind ja andere Leute viel besser darin, so. Aber wir sind ja gut, neue Narrative zu erfinden. Siehst du das auch so oder würdest du da widersprechen? Was fällt dir überhaupt ein zum Thema Neu neue? Mythologien. Na, ich finde das eigentlich ziemlich interessant und ziemlich spannend, weil, ähm, mir, ähm, weil mir immer wieder dieser Papanek in den Sinn kommt, der ja darüber schreibt, äh, über die Sinnlosigkeit der Objekte, die... Ähm eigentlich zu 95 Prozent ähm, aller Designfälle passieren, ja. Also es gibt wahnsinnig viele sinnlose Objekte, die aber wahnsinnig viel Geld kosten, ja. Also ja. Fußbänke, die deine Beine heizen oder Vision so. Ne? Also völlig, und wenn du sagst, ähm, hier wird jetzt eine LED reingeballert und dann leuchtet das irgendwie und dann kann ich das zu Gott machen, so finde ich das schon übelst spannend. So, ne? Also das ist irgendwie, ja. erstens ist es Müll, da finde ich das okay. Also, das immer mitgedacht, so, ne. Wenn ich rumspiele und wenn ich irgendwie auf solchen Ebenen rumtanzen will, finde ich es geil, wenn ich dafür jetzt ja nie irgendwie äh, ein Werk in China einrichte oder im Amazonas und dafür abholze, damit ich jetzt da irgendwie das konstruieren kann. Finde ich dann schon Wally-mäßig cool, irgendwo rumzufahren, was einzusammeln, zusammenzustecken und zu sagen, es ist Gott. So. ja, ja finde ich eigentlich ähm, auch in, in, in der, sehr in, im Kleidungsdesign genau dasselbe. Machen auch gerade alle. Ja, seien wir mal ehrlich. Ich habe jetzt gerade viele äh, Dokumentationen geguckt, wo ganz, ganz oft äh, immer wieder gesagt wird: äh, na, logisch zeicheln wir ab, logisch hm. nehmen wir Altkleider, um unsere Kollektionen zu entwickeln. Weißt du, diese Logik plötzlich, hm. wo ich so denke, na, vor fünf Jahren habt ihr alle noch geschrien, wie eklig das ist. Jetzt ist es <laughs> plötzlich so übelst der, ja, der Textilhafen und es ist ja wohl logisch, dass wir nichts Neues mehr nehmen. Denken wir so, naja, herzlichen Glückwunsch. Dass wir jetzt da rauskommen, hm. finde ich mega. Und dann bitte narrativt euch doch bitte in alle Ecken und Kanten und hm. entwickelt Mythologien. Herrlich. Ja, hm. färbt am besten das ganze alte Zeug noch schwarz oder batikt das und erzählt, dass das jetzt logisch ist, dass man das macht. Ey, ich bin dankbar, dass wir jetzt so weit sind, weil hm. ey, vor 15 Jahren, als ich so geredet habe, wie gesagt, hm. oh nee, Igit. Wie ist das so, nehme ich nie. Und heute ist es so weit, dass sie, dass der Druck so hoch wird, dass die Leute nun dir das als neu verkaufen, dass sie jetzt das alte nehmen. So, ja. cool, danke. Ja. Also schön, dass wir es geschafft haben, da zu sein. Deswegen, das macht mir eigentlich irgendwie so ein gutes Gefühl, dass jetzt auch an der UDK in Berlin. Mhm. Sowas passiert ja, oder dass ähm, Louis Vuitton äh, Preis endlich auch Upcycling belohnt und sagt: mhm. Geil, die hat jetzt die alten Holzperlen irgendwie vom Flohmarkt in, im Central Park da drauf gesteckt. Ja, cool, wenn ja. wir jetzt da ankommen, bin ich für neue Narrative und Mythologien auf Basis von Müll. Ja, super geil. Ich habe äh, mir ist das so aufgefallen, jetzt, äh, was jetzt auch aktuell ist, natürlich ist diese, dieser Release von der, dieser Vision Pro. VR-Brille, AR-Brille von Apple, äh, Schweinsteuer und ähm, die ist auf den Markt gekommen, ohne eigentlich eine ernsthafte, ähm, also so ein, eine wirklich ernsthafte Neuerung zu haben. So außer dass sie halt technisch super gut ist, so und wo irgendwie alle eigentlich einer Mythologie, also einem, einem einem Geiste folgen und sagen, oh Apple hat das jetzt rausgebracht, jetzt ändert sich die Welt, so hm. und dann Zwei Wochen später, ja, ja, die, also einige Benutzer geben die schon wieder zurück, weil sie gar nicht wissen, wofür sie das eigentlich benutzen sollen. Mhm. Ja. So, oder irgendwie, was weiß ich, irgendwas ist kaputt und so, oder ist zu schwer und so, und bla, bla. Wo man dann so denkt, das ist sehr interessant, dass eigentlich dieses. Dass dann jetzt so offensichtlich ist, dass das Narrativ auch nur erfunden ist. Dass Voll. das eigentlich eine Blase ist, die ja. da vor uns hinschwebt und dann wahrscheinlich in 20 Jahren alle sagen: Oh krass, waren wir bescheuert und haben uns das gekauft. Ja, ich sag nur, iPhone 1 bis wie viel Generation haben wir? Äh, 40. Na, ganz ehrlich, ja. Ahnung, also diese, äh, diese Mufu-Toys, die wir da haben. Mufu, die was ist denn ein Mufu-Toy? Funktionsgeschichten, ne? <laughs> also und das aber eben nicht unter dem Aspekt der Repairability, ja, ja, sondern unter dem Aspekt der völligen Überlastung mit Funktionen ist natürlich völlig gaga. Ja, ja weil Repair hat ein, Reparieren hat ein mieses Image. Voll. Das, also das ist eigentlich, wenn das nicht so wäre. Dann werden eigentlich schon ganz viel gelöst, würde ich mal sagen. Change. Ich bin der Überzeugung, dass das krass, äh, dass der Druck so zunehmen wird, dass das sich ändert. Ich meine, es gibt bald ein Reparaturgesetz. In, in Frankreich gibt es das schon. Ja. Als Gesetz zur Reparatur Ach, mit Beförderung ne? und so. Genau. Ja. Ja. Dann gibt es von der EU, äh, EU Ökodesign-Richtlinien und so weiter. Ja, das sind doch, das sind doch schöne Ansätze. Da habe ich auch wirklich. Äh, Hoffnung, wenn es denn nicht nur äh, Gebläse ist, ne, was ja, was ja ganz oft so ist und die Konsequenz und die Radikalität fehlt natürlich, ne? mhm. Und eigentlich ist es aber genau dort, wohnt eigentlich für mich, finde ich, das Neue und das Spannende, Dinge wirklich radikal durchzuballern, ja. Wie mhm. zum Beispiel ähm, Bastimmers, Timmers, der Bas Timmers hieß der so, der suit äh, mensch der hat in Niederlanden aus alten äh, Schlafsäcken, alten Jacken und so weiter, baut der äh, für Obdachlose ähm, Komplett wärmende Anzüge, in ah, ja. denen die auch pennen können, auch Zelte. Und es gibt es jetzt auch für, also es macht er ja jetzt äh, im größeren Stil ähm, mit äh, Spenden, Aufrufen und so weiter, auch für ähm, Geflüchtetenlager ähm, und so. Und ich finde das super cool, so ranzugehen. Ja, also ja. das ist für mich tatsächliches neues Design, weil das ist Prozess. Ne? Also die, da ja. werden Prozesse. Und, äh, und Purpose-Dinge zusammengebracht und dann wird es, finde ich, zeitgemäßes Design. Mhm. So. Was, was soll ich denn mal in die Werbepause, äh, Werbepause, sag ich schon, in die Dingspause reinmachen? Hast du einen Wunsch? Musik oder was? Eine Musik? Eine Musik, äh, mach machen mal hier Beyoncé rein. Beyoncé Beyoncé? Oh, oh. Texas ja, das hold ist gut. Them. Okay, das kann ich machen. Das ist schön. Ja. Wir haben immerhin heute feministischen Kampftag. Ne? Ähm, hm. Frauen an die Macht äh, und vor allen Dingen People of Color Ladies an die Macht und die Frau ähm, in Country Charts auf Platz 1. Das ist feierlich. Wirklich. Kann man schon mal abspielen. Wie heißt das Lied nochmal? Texas Hold'em oder einfach nur Hold'em. Sehr gut. Ja. Äh, da, da, ich ich würde sagen, wir sind jetzt eigentlich schon auf Sendung. <laughs> ein bisschen. Äh, ein bisschen ähm, ich äh, wollte noch fragen, bevor wir richtig weiterlegen, weiter, äh, weiter... Ähm, Eier legen. Weiter Eier legen. <laughs> <laughs> Ostern. Awesome. Ähm, wenn du dir ein Bild vorstellen könntest mhm. zu dieser Folge äh, mhm. mit uns beiden drauf, mhm. wo würden wir sein? Wie? Also bist du du auf dem Bild oder, oder wo stehen wir? Was machen wir? Ich finde, ich könnte mir vorstellen, dass wir, ähm, dass du ich bin und ich du und wir ja. gleichzeitig <laughs> irgendwie, äh, ja, äh, übelst krass, schöne, slicker, ich hätte gern ein Chanel-Kostüm an. Okay. Obwohl ich du bin. Okay. Und du könntest, finde ich. Aber wir sind schon zwei verschiedene Körper, oder sind wir? Es ist ein so gemorftes Dingel. Wir können auch beide das Chanel-Kostüm anhaben. Mhm. Und du bist ich und ich bin du. Okay. Ja, das fände ich schon cool. Ja, das ist ja so ein Feature von dem Podcast, das wir vielleicht schon gesehen haben. Mhm. Es gibt immer ein Titelbild, das mit toller, advanceder Technologie. Nee, ist ja nicht. Ist ja ein echtes Foto. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Äh, wir machen ganz, wir betreiben riesigen Aufwand und engagieren Starfotografen und äh, so. Dass das alles nur für euch, damit ihr bespaßt werdet auf euren Telefon. Ähm, genau. Eva. Ja. Äh, zurück zum Thema. Ähm, ich habe mir einen Punkt aufgeschrieben. Der mhm. den haben wir jetzt in einer Pause kurz angerissen. Mhm. Äh, der Punkt heißt Qualifikation Quereinstieg. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau, da geht es, um euch ein bisschen abzuholen, äh, da geht es ein bisschen darum, ähm, weg von dem eigentlichen, oder das hatten wir ja vorhin eigentlich auch schon so, äh, weg von diesem eigentlichen linearen äh, System, ja, von dem linearen Beauftragung, äh, Auftrag erfüllen, ähm, ja, ich glaube, du kannst das besser, äh, du kannst da besser fahren als ich, hm. was damit gemeint ist. Mhm. Na grundsätzlich finde ich immer spannend, Menschen äh, irgendwo hinzustellen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Und ich glaube, das ist für mich äh, äh, Quereinstieg. Ja, also egal äh, wo jetzt. Ja, also wenn ich ähm, zum Beispiel ähm, mit meinem Vater rede, der in der Technology Branche, in der Mikrochip-Geschichte oder Mikro oder Nanotechnologie ist es sogar arbeitet und wir uns unterhalten, dann ähm, sehe ich da schon immer, seit ich mit ihm spreche, die Inspirationen kommen von so ganz merkwürdigen Technologien, die eigentlich so hingestellt werden, irgendwo reingestellt werden, wo sie ja eigentlich nichts zu suchen haben, einfach nur weil im Prinzip ähm, Gewisse Dinge ähm, anwendbar sind ähm, auf Dinge, die eigentlich gar nicht damit zu tun haben. Mhm. Also Methoden ja. oder oder Ideen oder Ansätze. Und sowas ähm, finde ich, ist auch ähm, zum Beispiel ein bäuerlicher Quereinstieg. Ja, also ja. why not? Wieso soll nicht eine Modedesignerin sich ähm, auf einen Kartoffelfeld stellen können und dort eine Idee formulieren und der. Ähm, Bauer, der hat danach äh, Mindblowing-Ideen, wie er weitermachen mhm. kann. Ich finde so eine Sachen ähm, ehrlich gesagt äh, immer spannend. Hat ne? aber auch natürlich was mit der Persönlichkeit, mit der Gestalterinnen-Persönlichkeit zu tun. Also bin ich in der Lage, als Gestalterin mhm. ähm, von meiner äh, ich will jetzt nicht sagen Ego, aber von meinem Ego so weit zurückzugehen und zu sagen, hey, ich lasse mich da jetzt drauf ein, ich werde jetzt nicht das und das Schöne, tolle produzieren können. Aber meine Aufgabe ist jetzt eben, ähm, meine Kreativität woanders einzusetzen. Genau. So. Ist ja auch eine Art von, ne? also deswegen diese komische Überschrift, Quereinstieg, ja. Mhm. Also wir haben ja, glaube ich, alle so in unserer Biografie so komische Sachen gemacht. So, mhm. ne? Also, ähm, ich rede jetzt nicht von in der Gastroarbeiten so, aber es gibt ja immer so Sachen, die ähm, wo man plötzlich auch kreativ gefordert ist. So. Und da habe ich auch das Gefühl, dass das. An vielen Stellen abhanden gekommen ist, so, dass es dann zu viel, zu geradlinig ist, so, und dass zum Beispiel eben für mich so auch so eine, jetzt sind wir wieder bei diesem Technologie-Ding, so, ähm, jetzt hast du einen Programmierer, ja, und jetzt schicken wir mal einen Programmierer in so eine Modebude, ja. Was kann der denn da als Gutes leisten? So, ne? Und umgedreht, ja. Was könnte jetzt ein Gestalter in so einer Programmierbude leisten? Da gibt es erstmal den Clash of the Worlds. So, also, die Leute gehen sich auf den Sack. Was willst denn du hier? Nee, wir haben das jetzt schon immer so gemacht und so. Und das ist ja dann, also, wie kann das funktionieren? Also, oder wie würdest du das konfigurieren, dass sowas dann auch gut geht und nicht in nur Frustration endet? Das kommt ja immer drauf an, weil wir hatten ja auch schon Scheitern gehört zum Geschäft so, ne? Also selbst da, äh, selbst wenn es clasht, kann das ja auch einen Effekt haben, der dem ganzen System zeigt, ach, war eigentlich doch ganz cool oder da gibt es vielleicht noch ein paar Schliffe hier und da und danke, dass, äh, dass ihr uns äh, die Person geschickt hat, die uns jetzt hier irgendwie so völlig durchgenudelt hat und jetzt sind wir doch wieder äh, bei dem Rezept, was wir hatten und es hat sich äh, erwiesen als ähm, perfekt. Aber wenn wir wenn wir drüber nachdenken, dass es eben darum gehen soll, äh, nicht ständig irgendwas rauszuhauen, nicht ständig irgendwie weiter zu produzieren, nicht ständig ja. auch so Tools, die sinnlos sind, äh, zu entwickeln, ist das vielleicht gerade ähm, spannend, dieses Stoppen zu begleiten mit mhm. Nachdenken aus einem völlig anderen Bereich so mhm. ja also oder was ist denn überhaupt sinn was sind sinnvoller äh, was ist überhaupt noch sinnvoll Woran ja. können wir überhaupt noch denken, dass wir es vielleicht benötigen? Was ist wirklich nötig? So, hm. ne? Das ist, ähm, da, da komme ich zu, dem, zu einem weiteren Punkt, der, den wir jetzt gerade eigentlich anschneiden. Äh, der Überschrift oder die Überschrift ist äh, das Kleine und das Große oder das Große und das Kleine. Ähm, ihr habt ja selber gemerkt, wir haben am Anfang über das Große geredet so, und das Große ist immer verbunden mit einer ziemlich großen Depression. Und auch so eine Gelähmtheit, so, wo man das Gefühl hat, so, ja, ist eh alles scheiße, äh, können ja eh nicht machen und bla und so, alles geht ein Bach runter so. Und dann auf der anderen Seite das Kleine, wo man halt merkt, ja, ich kann ja, das geht ja doch so. Ich kann ja, eigentlich kann man es ja doch irgendwie an verschiedenen Stellen und so. Und ähm, diese Ambivalenz ist irgendwie immer präsent, finde ich. Ähm, nervt mich auch ein bisschen. Ähm, aber wie, wie gehst du jetzt damit um? Also wie gehst du mit sowas um? Weil das ist ja, mich würde das auch mal interessieren, weil du ja die ganze Zeit auch daran schrammen, wenn man ernsthaft gestaltet, dass man auch immer mit so einer Depression umgehen muss. Mhm. So. Ähm, motiviert dich das oder wie, wie, wie ist das bei dir? Ja, ja, das hatten wir heute früh erst. Wir haben gerade ähm, viel ähm, mit einer wer Autorin. Denn wir, wer äh, denn wir? Genau. Lena und ich haben heute früh. Lena Seig, ähm, die mit dir. Äh, ähm, genau, äh, Lina Seig und ich haben gerade ein Kinderbuch in der Mache und arbeiten da mit einer Autorin und einer Illustratorin zusammen. Und das ist äh, natürlich auch ein System, ne? Und das finde ich ganz spannend, weil das ist wieder so eine Art Selbstversuch, wie machen wir ein Buch. Und die Kinderbuchautorin hat schon 17 Bücher gemacht und ist mega ähm, advanced da. Ne? Aber wir kommen natürlich an Punkte, wo wir immer wieder... In so, ein, äh, in, so ein, in so ein Scheitergefühl kommen, weil wir natürlich wieder irgendwie was wollen, was die Leute nie verstehen, weil wir es wieder irgendwie zu haltungsstark wollen und so weiter und so fort. Und eigentlich ist es aber voll motivierend, so mhm. ja, weil wir wissen, wir wollen es eben so. Wir haben Bock auf die Ästhetiken, die wir haben. Wir haben eine Haltung mhm. und diese Haltungsstärke, ähm, die, die also das treibt mich voll an, immer mhm. schon. Also es treibt mich schon immer an ähm, zu wissen. Ähm, dass es schwierig ist für viele, hm. aber dass es mir genau deswegen darum geht, das so schwierig zu machen, damit viele die Möglichkeit haben, das schwieriger zu verstehen. Also, das mhm. ist das Große und das Kleine auch, finde ich. Ne? Ja. Also, wir, wir machen etwas. Äh, etwas Schwieriges für wenig Menschen, wollen aber, dass die vielen Menschen das irgendwann als etwas äh, völlig Selbstverständliches trotzdem auch annehmen und mhm. respektieren. Und ich finde, es ist immer so ein, so ein Tanz und es ist auch immer eine Wut, die sich bildet ja. äh, in einem und es ist immer ein Zweifel, der sich so anhäuft und immer so wieder sich selbst so hinterfragen und so. Aber das ist, der, das, ist das Spiel. Das ja. ist, und anders finde ich, ist auch Design und, und, und auch ähm, Schöpfertum oder so, Gestaltung überhaupt nicht möglich. Ich muss immer wieder an die Punkte kommen, ähm, selber irgendwie so völlig geworfen zu sein und auch irgendwie in eine, in eine Rage zu kommen, aber auch vielleicht in den Zweifel und auch in den Abgrund zu gucken. Mhm. Äh, und dann aber vielleicht auch irgendwie mich selber begeistern, eben indem ich an Punkte gehe, an denen ich äh, zu denen ich vielleicht gar nicht quereinsteige, ne? Also mhm. wo ich vielleicht gar nicht hingehöre. Ja. Eben sage, ich gehe jetzt aufs Feld, obwohl ich eine Modekollektion eigentlich nur machen kann und das auch gelernt ja, habe. Ja. Die dürfen Feld. Ja, aber weil ich sehe. <laughs> Verdammt, ey, die, das wächst, obwohl ich da überhaupt nicht mit zu tun hatte. Ja, ich habe das überhaupt nie, kann das gar nicht kontrollieren. Ich bin eine Quereinsteigerin in der Flachsbauerei sozusagen. Hm. Ey, aber es wächst und es funktioniert. Und das ist ja was, was irgendwie so motiviert und was auch stärkt so. Hm. Ne? Also das klingt für mich so ein bisschen auch nach einem, also so, ich muss da die ganze Zeit an so ähm, Vorturner, Vorturnerin denken, also so oder, ne, wenn man mhm. jetzt so, es, es klingt jetzt ein bisschen bescheuerte Analogie und so, aber man, man zeigt etwas, eine ne Choreografie, die super schwer ist und alle sitzen davor und denken sich, um Gottes Willen, mhm. nee. Mhm. So und jeder nimmt sich, denkt sich so, ich werde das nie hinkriegen. Das geht aber auch nicht darum, dass, die, dass dann das Publikum das auch kann, sondern es geht eigentlich nur darum zu sehen, übrigens, das geht. Genau. So. Und was dann eben spannend ist, dann ist, das, das Kleine. Genau. Und dann ist das Kleine wichtig, ne? genau. weil das hast du ja auch, äh, also das finde ich, heißt das auch, das Kleine und das Große. Ja. Dass man in dem kleinen Prozesse äh, analysiert, sich selbst in den Prozessen spiegelt, seine Denkmuster schult, Zweifeln schult, Selbstbewusstsein wachsen lässt, wachsen mhm. sieht und dann dadurch auch zu ganz krassen Sachen befähigt ist und auch sich äh, mutig dem, äh, dem Abgrund auch stellt. So, ja? Also mhm. das finde ist schon für mich ähm, immer wieder, jeder Tag äh, neu und anders und es ist immer wieder spannend für mich auch hm. als Experiment zu sehen, was passiert heute, wie werde ich reagieren, was ja. kann, also, ne, ich bin nicht völlig, ich, das meine ich niemals ohne Haltung. Hm. Also es gibt für mich eine ganz, ganz wichtige Rückgratstärke, die dabei ist. Hm. Das gehört dazu, eine Haltung. Ja, und Aber, sag mal, ja. gibt es da so einen Moment, das jetzt so ein bisschen psychologisch angehaucht, wo du sagst, da bin ich froh. das, also das, das, das ist so, da bin ich zufrieden. So, also wenn, zum, wenn du sagst, du guckst in den Abgrund so, mhm. und du, du kämpfst gegen irgendwas an, so, gibt es mhm. da irgendwo so einen Punkt, wo du sagst, das, jetzt ist das cool. Da bin ich froh, mhm. wenn das passiert, wenn ich das niemals beobachte. Niemals in dem Moment. Das finde ich auch interessant. Also niemals. Also ich finde das kurz cool. Dinge. Mhm. Die wir vielleicht auch alle zusammen im Kollektiv geschaffen haben, sei es im Modelabel oder mit Lokaltextil. Ich kann es kurz gut finden, finde es dann aber erstmal eine ganze Weile lang ganz furchtbar und kann dann nach ein paar Jahren, wenn ich drauf gucke, sagen: Okay, es hat immer noch die Haltung, es besteht mm. immer noch vor, vor mir und es ist immer noch besser als schlecht. Ja. Und das geht schon. Also, das habe ich schon ab und an. Ich bin schon froh hm, ja, darüber, das dass gut, gut es gut so gealtert ist. Ja, ja. Genau, ja. es hat keine Zeit. Und ja. das mag ich. Ja. Das, das ist eigentlich der Anspruch, den wir auch haben an die Projekte und an die Ideen und an die Gedanken, aber auch Produkte, die wir machen. Es darf keine Zeit haben. Ja. Und das ist eigentlich das komplette gegenläufige Ding zu Mode ne? und zum Modedesign und überhaupt zu Design und mhm. zum Neuen. Weil Neues hat eine Zeit. Das ist nämlich bald wieder alt. Ja. Und das ist das, was ich mir verbiete eigentlich. Ja. Eigentlich habe ich keinen Bock darauf, dass es, äh, dass es überhaupt diese Konnotationen gibt. Mhm. Das stimmt. Aber wärst dann nicht so, wenn jetzt mal so kritisch das beäugt, wenn jetzt, wenn du sagst, äh, man gestaltet eigentlich nur für so Evergreens, ja? So, also man macht eine Hose oder ein Outfit und das funktioniert immer. Mhm. So, dann äh, gibt es nur noch so 20 Outfits und gut ist. So, mhm. das ist doch eigentlich eher dystopisch, oder? Hm, ist voll dystopisch, aber genau so ist es ja. Ne? Also was ist, äh, also genau so was, also zum Beispiel die Futuristen, ne, also politisch schwierig, würde ich sagen. Also die Haltung, die die politisch hatten, fand ich schwierig zumindest, war schon äh, sehr nationalistisch und so. Aber sie hatten eine interessante Idee, nämlich ähm, wie so eine Uniform, äh, so, ein, so eine Art Overall zu machen. Ja, ja. ne? Tuta ja. hieß das für ja. ihn und tuté für sie. Also einen, eine kleidartige Tunika, äh, auch so Workwear-mäßig. Ey, das kommt ständig immer wieder. Wir mhm. werden immer wieder, also deswegen, was ist das Neue, was ist das Alte? Finde ich immer wieder spannend. Aber diese dieser Style, diese Styles werden immer wieder sich durchziehen. Und wenn ja. wenn man das äh, sich anschaut, darum weiß und das in seinem Kodiergedächtnis so hat, na das ist nicht irgendwie was an also was an Zeit gekoppelt ist. Und das mhm. finde ich einfach reizvoll, ja. Und sowas gab es schon immer und wird es immer geben. Und ja ist das beste Design, weil es ist da. Mhm. Ne? Es ist mehr da als irgend so ein ähm, vielleicht irgendwie so eine Spielerei-Ornament. Ja, also da sind wir bei Ornament und Verbrechen und so. Ne? Also ja. das gibt es ja, gibt's ja genug ähm, Bücher darüber auch. Also Oder Literatur oder was weiß ich, Gespräche. <laughs> du weißt, was ich meine. Ja, die, diese Bücher, wo so Buchstaben <laughs> drin sind, ja, kenne ich. Ich <laughs> habe schon eins. Ja. <lacht> <lacht> Ja, wisst ihr wisst ja, äh, liebe Zuhörerinnen, äh, ich halte nicht so viel von so didaktischen Linien in so Podcasts. Äh, deswegen äh, kommt jetzt noch ein Absatz, den ich, der jetzt damit nicht so viel zu tun, aber vielleicht hat er was damit zu tun. Wahrscheinlich werden wir eine direkten Verbindung dazu bringen, aber mal gucken. Ähm, die Überschrift heißt, weil ich habe es mir aufgeschrieben, Saatgut. Äh, Saatgut. Und zwar hat das ähm, den Zusammenhang, geht auch wieder um diese Flachsgeschichte. Mhm. Ähm, und. Irgendwie haben wir mal drüber gesprochen, ich weiß nicht mehr, habe ich vergessen. Da ging es darum, dass, ähm, dass viele oder dass es, dass es so ist, dass wenn wir jetzt zum Beispiel äh, uns entscheiden, wir bauen Tomaten an, ja? hm. dann ist es für gewöhnlich so: du gehst in den Laden, kaufst da irgendwelche Sämereien und die Sämereien sind halt meistens von Monsanto, was auch immer, oder von irgendeinem Hersteller, meistens aber wahrscheinlich von Monsanto. Und dass aber so dieses Ding, dass Leute selber sich. Sämereien ziehen oder irgendwelche alten Sorten kultivieren, dass das halt eigentlich nicht der Fall ist, so dass das selten gemacht wird, so. Und ich habe so gedacht, das ist auch wieder eine total interessante Parallele zum zur Technologiewelt, weil das gibt es da nämlich auch, dass halt ähm, Leute so Projekte auch wieder Open Source Projekte so für sich. Ähm, einzäunen, sag ich mal, ja, und sagen, okay, das ist jetzt so ein bisschen gekapselt. Ich entwickle zum Beispiel eine kleines Mini-Game-Engine. Ich mache, äh, beschäftige mich mit einem bestimmten Mikrocontroller. Ich mache dies und jenes. So mhm. und darum bilden sich wie kleine Ableger, kleine Pflänzchen, ja, kleine, mhm. also Leute, die halt eben dann sagen, ja, das finde ich gut, kann ich für das Projekt gebrauchen sowieso. Ne? Mhm. Ähm, ziemlich ähnlich diesem, diesem Prinzip von so saatgut ja und mhm. dass eigentlich das sozusagen eine Konterkultur ist zu so diesen Corporate ähm, Institutionen ja, also so wie dann Apple kommt oder Google kommt die halt so all for one Lösungen bringt und so mhm. ähm, das fand ich irgendwie interessant und das, das knüpft so ein bisschen an an dieses Open Source an diese Open Source Idee ne? ja. und meine Frage wäre jetzt zum Beispiel ähm, wie schafft man das denn Leute ähm, bewusster dafür zu machen, so also dass das auch einen Wert hat, so ne? hm. also weil beim Saatgut ist es ja so, dass ich mir vorstellen kann, ich mache das jetzt selber, ich züchte die Pflanze so und so, kenne mich da sogar mit aus und ja. kann die auch in die Richtung züchten, die mich interessiert. Ja. Dauert halt ein paar Jahre, ich muss mich damit beschäftigen, ist immer die, die Kosten davon sind halt, ich muss mich dedikaten, hm. so aber ich kriege ja auch was dafür. Hm. So wie schafft man das denn, den Leuten zu verklickern? So. Indem man es einfach selber machen lässt, ja. Also einfach irgendwie, was mich ja ähm, fasziniert hat, als wir das das erste Mal gemacht haben, dass wir, dass man schnell in die Vermehrung gehen kann. Ja. Und dass man schnell, ähm, und ich habe das im Botanischen Garten äh, besprochen mit einem Vermittler da, der gesagt hat: ähm, Das ist Sortierung, ja, die Entscheidung zu treffen, dich nehme ich mit ins nächste Jahr und du bleibst hier. Ja. Äh, das, ist, äh, das ist Saatgutaktivismus, ja auch, ne? Ah, ja. Also, das, das heißt, äh, das, das ist schon wieder ein bisschen Design, ja, weil ich entscheide in dem Moment, ähm, was ich, äh, was ich mit, was ich, was ich äh, leben lassen will, weiterleben lassen will und was nicht, schon wieder so ein kleiner, so eine kleine Gottgeschichte, ne? Mhm. Und ähm, ja, das, äh, das heißt wohl sortieren und und, und auch züchten. Und ähm, auf jeden Fall hat das ganz, ganz viel mit Aktivismus und mit Selbstwirksamkeit zu tun, denke ich. Und ähm, mit Entscheidungen, die ich selber treffe für mich und das, ähm, äh, Leuten nahezubringen geht nur, denke ich, indem man, wie wir das auch gerade mit ähm, einer vierten Klasse zum Beispiel gemacht haben, indem mhm. wir Saatgut von uns da lassen und sagen, macht mal, probiert es mal, probiert ja. mal aus, was passiert und das Gefühl, und das habe ich ja. hast geraucht. Äh, ja, es ist ja, es war auch Flachs, also es war kein, äh, kein Hand, weil es war noch nie erlaubt, aber das Gefühl, was, was, was in einem vorgeht, wenn man den Keimling sieht und so, ne, also wenn ja. das losgeht und wenn das dann wächst und wie das aussieht, das ist halt einfach wirklich ähm, wie ein Tamagotchi, wenn wir mhm. mal wieder in die Elektronik zurückgehen. Ne? Wenn ja. ich das dann fütter und das Ding wächst und am Ende hängt vielleicht sogar irgendeine Frucht dran, mhm. äh, das ist ja äh, sehr erhebend. Ja, total. Dass man die Möglichkeit äh, hat, das zu können. Ja, also, und das Gott ist ja. Spielen, Gott spielen. Genau. Ja, und das ist ja auch wieder so ein aktivistisches Ding, wo ich wieder Papa Nick bemühen will, weil der hat mit seinen Studierenden in 80ern ein Projekt gemacht, wo er sozusagen die Flugbahn von Saatgut ähm, analysiert hat. Wie fliegen die Saaten? Und dann ähm, haben die ähm, so Träger entwickelt aus ähm, recycelten Papieren, wo sie Saatgut ähm, transportieren lassen haben und das irgendwie aus den Flugzeugen über eine trockene Ebene ähm, Verteilt haben und mit ganz wenig Humidity, also wenig Fluid, ähm, ist es sofort aufgegangen, weil es besonders saugstarkes Papier war, was dann irgendwie das Keimen äh, das ermöglicht hat und diese äh, Region sozusagen die Möglichkeit hatten zu genesen. So sowas ist ja ähm, tausendmal wichtigeres Design und tausendmal ähm, besseres Design als äh, das nächste iPhone. So. Na? Ja, das würden dann die Firmen wahrscheinlich, die würden dann sagen, äh, ja, aber die Neuerung schafft wiederum äh, Verkaufszahlen und sichert Arbeitsplätze und so weiter, also diese ganzen neoliberalen Sachen und so. Voll. Aber ich glaube, wir sind uns da einig, dass die Systemik halt grundsätzlich nicht negativ ist, aber so... Die braucht halt schon irgendwie einen Twist, einen anderen. So. Na, und ich glaube, das Interessante wird sein, also wenn man, wenn man darüber mal nachdenkt, was den Twist erzeugen wird, wie man Menschen begeistern wird, ja. das wird der Druck der, der Realität sein. Ne? Ja, und aber also, auch, ich glaube, das, das ist eine Komponente und die andere ist aber eben auch, äh, übrigens, guck mal da, der Druck ist die Basis, das, der, das, der Boden mhm. so und das, ich glaube, die Kreativität sind die kleinen. Pflänzchen, die da aus dem Boden rauskommen. So. Hm. Ohne den Boden wird es die Pflänzchen nicht geben. So. Genau. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir gerade sind. So. Also das so die, der Boden ist bereitet, so. Ähm, wir wissen, wir gehen alle unter, jetzt braucht es mal irgendwie ein paar clevere neue Ideen, so, hm. die halt hochsprießen und ja. ja, und das finde ich an, an Maja Göpel ähm, auch so spannend. Ne? Grüßigen raus. Äh, <laughs> <Grüße gehen> raus, <laughs> ähm, unbekannterweise, aber ähm, ja, Maja Göpel sagt ja auch, ähm, der Innovationsdruck steigt mit, der, äh, mit den äußeren Bedingungen und wird dann, dann wird auch gehandelt. Der Handlungsdruck steigt ja auch. Und ja. es ist einfach, ähm, je, je abgründiger äh, unsere Zeit sich entwickeln wird, desto stärker wird der Innovationsdruck. Und die Innovationen sind da, wir müssen es umsetzen. ja ne? Also, das ist eh so aktivistisch sein. Das ist, finde ich, hm. an der Tagesordnung. Ja, genau. Ja, also auf, ich glaube so, aber selbst das, der Begriff Aktivismus ist, glaube ich, falsch beschrieben. So mhm. ich war also ich glaube auch dieses wenn ich an Aktivist oder Aktivismus denke, dann kommt sofort dieses Warnwesten-Ding, mhm. so was halt eigentlich totaler Bullshit ist, weil, Warum weil ich finde dass, vielleicht nie nee. hundert. Hm. Ich glaube, das, das ist überall drin. So. Ja. Also so, ich glaube, Aktivismus ist auch, wenn man und aus dem Bett aufsteht. Das ja. Ist halt eine kleine Form von Aktivismus, aber so, ich glaube, das muss man ein bisschen anders mal anstreichen mhm. so. und mhm. auch so das als Mittel verstehen so. Dass so. jede Handlung, die man tut als Gestalter irgendwie auch eine eine Konsequenz hat so oder ja. und das ist halt nicht, aber aufhört so mit na, ich kann ja nichts machen und ich muss ja mein Geld verdienen und so ja müssen wir alle mhm. so aber so das ist, du kannst trotzdem Dinge tun so ja und die ganzen Climate Quitter und so die gibt's ne also es gibt Leute die ihre Jobs kündigen in äh, irgendwelchen Firmen weil sie einfach nie überzeugt vom Wert der Firma sind im hm. Sinne von Ökologie oder, Sozio, äh, oder Sozialem oder eben, ne? Also das gibt's hm. und das ist, ähm, die Zahlen steigen. Ja. Und äh, ich bin da voll, bin da voll dabei. So. Also macht, mach mach was Sinnvolles schon Aline. Das ist aktivistisch. Ja, total. Ne? Finde ich gut. Hm. Genau. Eva, hm. ich glaube, wir haben gut vorgeturnt heute. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, fand War ich cool. auch. Fand ich auch. Ähm, ich habe jetzt auch, ich will jetzt auch gar nicht irgendwas zusammenfassen, finde ich auch kacke. Ähm, ihr könnt euch äh, euren Teil dazu denken. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Eva, hast du noch, möchtest du noch was loswerden? Hast du irgendwas, was jetzt rauskommt, wo willst du noch Werbung machen? Na, für unser Kinderbuch. Wann kommt denn das raus? Oh, das wird Ende des Jahres ge äh, ge gedruckt. Entweder von uns oder von einem Verlag. Und ähm, da wird es äh, viel äh, Informationen geben demnächst. Und wir freuen uns äh, über Interessentinnen. Cool. Weil es wird eine richtig gute Nummer. Geil. Das spüre ich. Aber du hast noch nicht gesagt, äh, worum es genau geht: um Textil, um äh, Aktivierung, um ah, ja. ähm, Ressourcen und um ähm, kurze Wege. Sehr schön. Sehr spannend. Genau. Coole Sache. Ja. Ähm, ihr werdet eine, glaube ich, ziemlich lange Liste mit Referenzen unter dem Podcast finden mit Links und so. Ich versuche alles irgendwie rauszufinden, was du rausgehauen hast. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Äh, ja, ansonsten ich gewünsche euch einen fantastischen Abendtag, wie auch immer Podcast, nächsten Podcast hören, nächste Folge, was auch immer. Und in dem Sinne, äh, ciao Kakao, tschüss Eva, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. ciao.